Das ist echt lecker, das Teil. Ja, das ist die Maische. Mhm. Mhm. Kann man gerne mal probieren. Wie viel Grad ist das? Es sollten um die 65 sein. Ich würde mal Fingerprobe sagen 30. Lass mal so ein bisschen rein. Darf man gerne mal probieren. Schmeckt schon richtig schön süß. Oh ja. Ja? Sehr süß. Ja? Ist im Prinzip nichts anderes als hier so ein Gerstenmalz geschrotet und mit heißem Wasser aufgegossen. Mhm. Und dann wird die Stärke wird in Zucker. In Zucker umgewandelt und ja, man muss halt möglichst versuchen, diese Temperaturen relativ lange zu halten. Und man sieht es, es geht auch mit niedrigeren Temperaturen. Also 65 Grad ist ideal. Wenn es niedrigere und einweichen sind, was dann überbleibt, wird als Viehfutter verwendet. Was sehr schade ist, der ist natürlich immer noch sehr süß. Ich habe das vor Jahren mitgemacht, gell? Da unten drin haben wir unsere Würze und nicht oben im Treber. Deswegen haben wir uns was ganz mittelalterlich hochmodernes einfallen lassen, nämlich eine sogenannte Brause. Also man könnte ja hingehen und könnte einfach heißes Wasser nochmal nehmen, so ein bisschen überschwänzeln, dann kommt das auch raus, aber dann habe ich sehr viel Wasserverbrauch, aber krieg wenig Zucker rausgeschwemmt. Hiermit haben wir eine Brause, so einen kleinen Brauseeffekt. Ich gieße hier das meiste heiße Wasser drüber und dann ist es wirklich schön verteilt, geht durch die ganze, die ganze Maische durch. Und dadurch schafft man es relativ viel Zucker dann auch tatsächlich noch damit auszuschwemmen. Durch das Kochen kann ich den Zuckergehalt einstellen. Je länger ich koche, umso mehr verdampft und umso konzentrierter wird meine Lösung. Kann ich bis zum Starkbier machen. Also egal wie jetzt mittelalterlich oder ungewöhnlich nicht so genau unsere Methoden sind, durch dieses Kochen schaffe ich es dann tatsächlich entsprechende Temperaturen, entsprechende Konzentrationen herzustellen. Gut. Kraut, kommt von Kraut. Es gab einen richtigen Beruf, der nannte sich Gruter, weil das waren Geheimrezepte. Jeder Gruter hatte da so sein Rezept, was er denn da verkauft, damit man es ins Bier reinmacht, damit es auch tatsächlich haltbar wurde, damit es gut geschmeckt hat. Teilweise Bilsenkräuter, halluzinierende Wirkung. Hatte jeder so sein eigenes Rezeptchen. Gebraut wird in jedem Haushalt. Also jede Frau hatte hier ihren Braulöffel, das gehörte mit zur Aussteuer. Da kommt auch so der Begriff her, wenn dann irgendwann mal die Dame des Hauses, dann hat man diesen großen Löffel gehabt zum Umrühren, wenn irgendwann die Dame des Hauses mal alt und schwach wurde und gemerkt hat, naja, so ganz so lang mache ich nicht mehr, dann hat sie den Löffel abgegeben an die Tochter, Schwiegertochter, da kommt dieser Begriff Löffel abgeben. Der Braulöffel. Okay. Ja, was sie zukauft.